Markus, ich komme aus Burgdorf. Kickboxen eigentlich schon sehr lang. Das Ganze hat eigentlich angefangen durch das Militär. Also, man hat mal eine Aushebung müssen. Und ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, dass ich zu den Grenadieren will. Und dann hat der Hauptmann, ich weiss nicht wer, hat mir gesagt, ihr habt keine Kampfsporterfahrung, euch können wir nicht brauchen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich nicht ins Militär, ich komme noch mal in einem Jahr. Und dann habe ich ein Jahr Kickboxen, ob das eine Option ist. Und dann hat er gesagt, dann kommt in einem Jahr nochmal. Und ja, ich bin heim, ich habe gewusst, ich gehe jetzt Kickboxen oder Boxen. Ich habe mich mal erkundigt, wo man so etwas machen kann. Ich habe dann den Boxclub in Burgdorf gefunden, der hatte dann gerade eine Eröffnung gehabt. Das war 1999. Sefer Seferi angerufen, der heute immer noch mein Trainer ist. Und ja, es ist eigentlich eine sehr gute Freundschaft daraus geworden, jetzt über die Jahre. Und ich habe dort am ersten Tag angefangen und gemerkt, oh, okay, das ist etwas Spannendes, das ist etwas anderes. Es hat mich schon eigentlich als Kind ein bisschen fasziniert, das Boxen. Aber das ist bei den Kindern halt immer etwas Spannendes, was ein bisschen Action ist. Und habe es wieder gefunden und gemerkt, ja, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Ich will zu den Grenadieren. Und ja, dann bin ich dort das Jahr Kickboxen und das hat mich eigentlich richtig gepackt. Und ja, als das Jahr durch war, bin ich nochmal an die Aushebung, habe gesagt, okay. Und er hat eigentlich nichts anderes können sagen und es hat mich einteilen und dann habe ich die RS gemacht und gemerkt, ja, eigentlich war das gar nicht so interessant, die RS. Es ist zwar, man hat sie gemacht, wie viele andere, ja, und ja, das ist dann, eigentlich durch das kann ich wieder sagen, ja, das Militär hat mir selber nicht viel gebracht und das war okay gewesen, und aber dank dem Militär bin ich heute, habe ich die Passion bekommen und das Kickboxen ist wirklich, hat mich bis jetzt in den letzten 15 Jahre eigentlich täglich begleitet.
sicher speziell ist, jetzt von meinem Charakter her, vom Kampfstil her, vom Mensch selber. Es ist nicht so, dass ich irgendwie einen speziellen Kampfstil hat oder explizit guten. Ich bin sicher technisch sehr, das fasziniert mich, die Technik immer wieder zu verbessern. Ja, aber dort weiterzukommen und zum Beispiel mal 2 Jahre ins Karate, das war mehr ein Schnuppern, um zu schauen, was machen sie, wie geht das. Ja, dort nicht weiterkommen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt auch bei uns im Club immer wieder reinbringen kann. Sachen, die ja, bleibt dran, entwickelt sich selber und geht nicht, ja, du musst nicht sein wie ich und du musst nicht sein wie unser Trainer. Du bist der und mach deinen Kampfstil, probier etwas aus und es gibt kein, ja, das ist schlecht und das ist gut. Ganz speziell war es so, in Thailand war das ganze Muay Thai, das habe ich, ja, das ist ein ganz anderer Kampfstil. Ich bin dort trainieren, 3 Wochen habe gefunden, ja, ich gehe dort trainieren wie bei uns. Die ersten 2 Tage bin ich mir vorgekommen wie irgendwie, ja, wie ein Fußballspieler, der Muay Thai machen kann. Also, ich mache das sehr lange und ich bin mir wirklich dort, habe wieder extrem viel gemerkt, hey, das ist eigentlich sehr ähnlich am Kickboxen. Das Muay Thai, aber es ist ganz etwas anderes und sie haben ganz andere Boxstil, andere. Aber ja, da darfst du halt nicht fest verkrampfen und sagen, ich mache es so, wir haben es so gelernt. Dann probierst du dem möglichst gut anzunehmen und trainierst nach ihrem Stil. Und auch das hat einem wieder sicher Sachen gezeigt, die interessant sind. Und das sind Sachen, die ich immer wieder bei uns im Club reinbringen will. Ich bin, ja, das ist meine Ambition eigentlich. Die Leute zu motivieren, machen weiter, kommen noch mehr trainieren und spornen es eigentlich auch an, ja, machen vielleicht auch mal neben dem Training noch etwas. Und das ist sicher so ein bisschen, ja, meine Stärke im Team, jetzt im Boxclub selber. Mein Name ist Sefer Seferi, ich bin Profiboxer von Box und Kickbox zu Burgdorf. Ja, der Box zu Burgdorf haben wir gegründet, natürlich, wo wir selber aktiv sind als Amateurboxer noch damals und weiterhin wollten wir dranbleiben. Und für uns ist der Weg, natürlich, wo wir in Burgdorf gelebt haben, ist ja der Weg nach Bern weit gewesen. Und aus diesem Grund haben wir auch in Burgdorf gegründet. Aber nicht nur das, sondern auch die Jugendlichen die Möglichkeit zu geben und eine Grundlage zu schaffen, damit sie auch erfolgreich werden in diesem Sport.
im Boxclub Burgdorf. Das ist mein Trainingssaal, wo ich seit gut 15 Jahren trainiere. Es ist nie ein Konflikt, es harmoniert, es ist der Respekt hier. Und das ist das, was eigentlich sehr spannend ist in dieser Sportart. Also, ja, es ist nicht eine Sportart, was um Stärke geht vom Menschen oder vom Kampf an und für sich. Es geht mehr um einen Respekt, den man gegen die Person vor einem hat. Disziplin, die man im Training mitbringt. Das sind alles so Elemente, die ich eigentlich im Kickboxen lernen kann. Und das ist das, was mich all Tag eigentlich wieder motiviert, das weiterzumachen. Erfolg für mich im Kickboxen und privat ist nicht irgendwelche Titel zu holen oder sportliche Leistung zu erbringen, wo auf Papier irgendwo etwas ist oder eine Trophäe ist. Es ist natürlich schön, wenn man das mitentwickeln kann oder wenn das da reinfließt, aber es ist jetzt nicht ein Ziel, das ich habe, das für mich wichtig ist. Für mich ist es wichtig, dass ich im Prinzip mit dem Kampfsport und Menschen lernen kann und immer wieder meinen Körper lernen kennen, dort weiterkommen. Und eigentlich das Wichtigste ist auch wieder mit den anderen Menschen, mit den anderen Gegnern, mit den Teamkollegen, mit denen können zu umgehen. Und genau das ist das, was mich fasziniert. Eigentlich mit den Menschen, ja, das ist für mich Erfolg. Also wenn ich merke, ich kann mit vielen Menschen zusammen kommunizieren, zusammen trainieren, zusammen etwas erschaffen und weiterkommen, das ist eigentlich für mich so ein gewisses Lebensziel oder ein Erfolg. Und ja, eigentlich nicht bleiben stehen, immer neue Ziele zu haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich in meinem Leben, dass ich immer wieder ein Ziel habe und nicht irgendwie vor mir herleben und einfach ein bisschen trainieren, ein bisschen arbeiten. Und darum habe ich eigentlich schon in den Gedanken habe ich immer wieder neue Ziele, ja. Ist was auch immer. Ist es beruflich, ist es sportlich, ist es, ja, in einer Beziehung oder so. Man hat immer Träume und Ziele und sie müssen nicht, ja, es sollte nicht unerreichbar sein. Ich arbeite immer viel mit Zielen, die ich kann erreichen kann oder wo ich einmal dran arbeiten kann. Es entwickeln sich immer wieder neue Sachen und das ist das, was für mich spannend ist, das Leben interessant zu gestalten durch die Ziele, die man hat. Ja. Dann macht es auch Sinn, diesen Weg. Ja, steht man auf, geht arbeiten, kommt heim, schaut Fernsehen, geht arbeiten, kommt heim, isst mal etwas, geht vor den Fernsehen oder was auch immer. Das ist okay, wenn das andere machen und das ist für sie auch gut, weil sie das andere auch nicht kennen. Und darum hoffe ich, dass möglichst viele ihre Sachen können leben können, die sie eben auch noch nicht kennen und vielleicht so ein Ziel können finden. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich etwas so jemandem kann eigentlich vermitteln oder jemanden kann bewegen. Mach es oder gang oder tu, probier es. Und dann habe ich für mich eigentlich, das ist für mich so ein kleiner Sieg und ja, das ist etwas, was mich sehr fasziniert, wenn ich jemand anderes motivieren kann für etwas und das sind für mich erfolgreiche, ja, sag jetzt mal Siege.
ja, Motivatoren oder ich sage jetzt mal Vorbilder, die ich habe. Ganz früher kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht so erinnern, wer mein Vorbild war. Es ist wirklich, ich habe mal angefangen, ja, weil es geheissen, ja, du hast keine Kampferfahrung, mach mal. Bin gegangen, bin so fasziniert von dem. Am Anfang war sicher das grosse Vorbild sicher meine Trainer gewesen. Ja, das sind natürlich schon Vorbilder, die du hast, wo du siehst, ja, die boxen mit in der Weltspitze, trainieren aber bei uns im Keller und machen nichts anderes als mehr. Und die Akzeptanz hier in der Schweiz ist eigentlich nicht gross. Jetzt, er ist ein Albaner und in Albanien ist er ein Staatsheld. Also der kennt ihn wirklich, das ist ein Begriff, der Nuri Seferi, das ist dort ein Boxstar. Und hier eben, ist es ein bisschen verpönt und bald gesagt, es ist noch Ausländer in der Schweiz. Und das ist das, was eigentlich eben, ja, im Kampfsport noch speziell ist. Es ist dann, eben, mit so vielen Nationen, die man zusammen trainiert, das ist eigentlich jeder gleich. Ob er schwarz ist, weiss ist, Thailänder, Chinesen, was auch immer, die sind auch willkommen und das ist dynamisch und das ist nicht, es fällt keinen auf eigentlich. Es interessiert eigentlich auch niemand, was der andere ist. Und ja, das sind immer wieder Motivationen, die kommen. Das sind solche. Aber richtiges Vorbild, das wirklich so. Der, den ich sicher kann, ja, was sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich hat entwickelt, in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, Bruce Lee, seine Lebensphilosophie und das, was er hat durchgesetzt, eben, schon ein Mensch gewesen, der eigentlich auf sich hat geschaut und auf seine, ja, was kann ich, was will ich, wie will ich es weiterentwickeln, was kann ich daraus machen und nicht nur auf andere geschaut haben und halt mal gesagt, jetzt machen sie es an. Und halt sein Ding durchgezogen hat. Und ja, hat eigentlich nicht funktioniert lang. Und am Schluss ist die Rechnung aufgegangen, weil er nicht hat aufgegeben und immer wieder seine Leidenschaft hat durchgebracht. Und das ist das, was mich fasziniert eigentlich an ihm. Oder hat fasziniert, dass man heute einfach darüber lesen und schauen kann. Und zurzeit ist es sicher so ein eine Charaktereigenschaft, die ich auch gerne lebe. Ja. Also, ich mache im Prinzip, ja, probiere das zu machen, was ich für gut finde. Und wenn mir jemand anderes das Gegenteil beweist, kommt wieder der Respekt, respektieren sie und überlegen, mache ich es nicht, du selber beurteilen. Und das ist alles wieder auf den Kampfsport zurück eigentlich zu greifen. Eigentlich entwickelt sich der Charakter von meinem Leben, hat sich so ein bisschen auf das ausgerichtet. Ja. Die Ernährung ist wichtig für mich. Am Abend mache ich viel Früchtequark. Ist gesund, hat viel Protein, wenig Fett. Und es ist von dem her wirklich etwas, das auch schmeckt. Also es ist sehr fein. Das ist etwas, was mir eigentlich wichtig ist. Es ist, es soll nicht ein Zwangfood sein, weil es gesund ist, muss man es essen. Sondern es soll etwas sein, das auch Freude macht, wie der Sport hier. Ein bisschen Müsli drin. Innerhalb Sekunden, Minuten hat man eigentlich etwas Feines, das Appetit macht, das lecker, gesund ist. Und es muss nicht immer Pommes frites sein. Have a wonderful.